Minister und Bundesminister außer Dienst Hans-Jürgen Wischnewski. Vor kurzem in Soest haben Sie für das Buch, und das Buch hat den Titel 150 Jahre Deutschland auf Briefmarken, und ich sehe das als einen besonderen Untertitel, Mein Land, unsere Geschichte, haben Sie den Siegerpreis bekommen, die Urkunde für dieses Buch, das Sie noch im vorigen Jahr in Sindelfingen vorgestellt haben, und dort habe ich es auch erworben. Können Sie uns etwas aus Ihrer Jugend erzählen, wie Sie zum Briefmarkensammler geworden sind und wie der Werdegang zu dem extremen politischen Philatelisten gekommen, wie es dazu gekommen ist? Also ich glaube, ich bin mit verhältnismäßig jungen Jahren zum Sammeln gekommen, aber nicht aus eigener Überzeugung, sondern angehalten durch den Vater. Der Vater war Zollbeamter, kleiner Zollbeamter. Und in dem kleinen Zollamt in Berlin wurden die Pakete abgewickelt. Und da ließen die Menschen sehr oft die Briefmarken zurück, sodass es also verhältnismäßig viel Briefmarken bei mir gab. Da war ich so sieben, acht Jahre alt. Dann habe ich das fortgesetzt, bis ich eingezogen worden bin, zuerst zum Arbeitsdienst, dann zum Militärdienst. Und dann habe ich den schrecklichen Fehler gemacht, dass ich 1945 diese wirklich hervorragende Schülersammlung, sage ich ausdrücklich, eingetauscht habe gegen amerikanische Zigaretten. Ich kam zurück aus dem Krieg als Raucher und es war schwierig. Und da habe ich das gemacht, was ich eigentlich schon kurze Zeit hinterher bereut habe. Ich habe dann wieder angefangen, planmäßig zu sammeln, 1951. Ja. 1951, ich will mal sagen, als so die gröbsten Nachkriegsbedürfnisse gedeckt waren, habe ich gesagt, so jetzt gehst du auch wieder an deine Briefmarkensammlung heran und schaust zu, dass du möglichst bald eine vollständige Sammlung hast. Und ich glaube, das habe ich bis heute durchgehalten. Wo haben Sie Ihr Abitur gemacht? Auch in Berlin? In Berlin, ja. Auch in Berlin. Und dann nachher, 1951, als Sie angefangen haben, waren Sie da schon in Bonn? Nein, da war ich noch 1951, ja, 1951 bin ich nach Köln gekommen, ja. Ja. Ich war zwischendurch noch kurze Zeit in Niederbayern-Oberpfalz. Ich bin, wo ich wohnte in Berlin oder wo meine Eltern wohnten und wo ich also aus der Kriegsgefangenschaft entlassen war, war Ost-Berlin, Köpenick, Berlin-Köpenick. Und da merkte ich sehr schnell, dass das da alles nichts wird. Und ich bin 1946 weggegangen. Ja. 1946 brauchte man nicht flüchten. Man konnte losgehen. Das habe ich gemacht, Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Und bin also ab 1946 zuerst noch eine kurze Zeit in Niederbayern-Oberpfalz und dann in Köln gewesen. Und als Sie dann angefangen haben wieder mit den Briefmarken, sind Sie auch dann schon in die Politik gegangen. Wann ist das gewesen? Sie müssen sich irgendwann nach dem Krieg, ich habe also in dem Buch gelesen,
dass sie fast identische Motive hatten wie ich auch. Sie wollten über die Briefmarke die Geschichte Deutschlands mitbekommen, erlernen. Und das habe ich also auch gemacht. Aber ich habe es in Ihrem Buch so schön auch gelesen, dass Sie das so gemacht haben. Wie sind Sie dann auf diese Philatelie überhaupt gekommen? Und dadurch, dass Sie nach Köln gekommen sind, Sie haben ja auch eine Sammlung Adenauer und Kölner Dom. Das ist also etwas, was ich noch erfragen möchte, wie Sie auf die Idee gekommen sind, diese beiden Sammlungen aufzubauen, für die Sie ja nun schon berühmt sind. Also das Erste ist, wie bin ich in die Politik gekommen? Ich habe während des ersten Jahres meines Aufenthalts in Köln ganz wenig mich an der Politik beteiligt. Ich war schon in die SPD eingetreten, in Niederbayern-Oberpfalz, wo das für einen Sozialdemokraten sicher kein Boden ist, da um dann eine politische Karriere zu machen. Darum ging es mir wirklich nicht. Und hier musste ich zuerst etwas tun für meine Ausbildung. Denn für die Ausbildung war ich nach Köln geschickt und sollte dann eigentlich nach Bayern wieder zurück. Aber die Leute hier haben gesagt, du musst nicht da zurückgehen, du musst hier bleiben. Nicht? Hier ist es viel besser. Und dieser Meinung habe ich mich angeschlossen und habe dann also hier dann auch mich aktiv an der Arbeit beteiligt. 1957, also kurze Zeit, nicht so sehr lange, nachdem ich nach Köln gekommen war, war ich Vorsitzender der SPD in Köln. Ich war es 11 Jahre lang und Bundestagskandidat. Aber 1957 war das dolle Adenauer-Wahlergebnis, die absolute Mehrheit der CDU, ein einziges Mal in den Bundestagswahlen. Und ich hatte ein schlechtes Wahlergebnis und war tief, tief enttäuscht. Während all dieser Zeit habe ich immer etwas an der Briefmarkensammlung getan. Auch natürlich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Die ja damals nicht so waren. Alles auf einmal machen, nicht? Sondern man muss ja sich die Sache ein bisschen einteilen. Und ich war in erster Linie daran interessiert zu sehen, dass ich eine Deutschlandsammlung habe, die sehr vollständig ist. Und die deutsche Geschichte in all ihren Phasen, in bösen Zeiten und in guten Zeiten, widerspiegelt. Da der Name Adenauer in Köln eine besondere Rolle spielt, habe ich gesagt, und es vor allen Dingen auch viele Adenauer-Marken in anderen Ländern der Welt gab, als er gestorben war, ganz starkem Maße auch in Afrika, habe ich gesagt, dann legst du eine Adenauer-Sammlung an. Das habe ich gemacht und eine Sammlung über den Kölner Dom in meinem Geburtsjahr 1922 sind die ersten Marken mit dem Kölner Dom erschienen, damals zu einem Wert von 10.000 Mark. Denn es war Inflationszeit. Und ich denke, dass es jetzt eine ganz beachtliche Sammlung geworden ist, die ich natürlich bemüht bin, überall fortzusetzen, wenn ich auch mit dem Dompropst traurig darüber bin, dass es zum Domjubiläum keine Marke gegeben hat, zum 750-jährigen Jubiläum. Ich habe dem damaligen Minister auch meine Meinung dazu sehr deutlich gesagt, denn natürlich ist der Kölner Dom ein
Wahrzeichen nicht nur der Stadt Köln, sondern ein Wahrzeichen für alle Deutschen eigentlich. Ja. Auch für diejenigen, die gar nicht katholisch sind, sondern die Protestanten sind, aber den Kölner Dom, den akzeptieren eigentlich alle. Ich bin auch ein Protestant und ich respektiere den Kölner Dom mit ganz großem Respekt. So hat sich das entwickelt. Ja, also der Kölner Dom ist ja auch in der Briefmarke von 1922 so schön groß dargestellt, wie wohl auch in keiner Briefmarke mehr danach. Die Ausgaben der Bundesrepublik haben Sie ja auch im Kunstbeirat beeinflusst, soweit Sie es gegen die Macht der Künstler konnten. Also natürlich, und ich mache gar keinen Hehl daraus, ich habe das auch sehr stark gesehen aus der Interessenlage der Briefmarkensammler, mit denen ich mich natürlich sehr verbunden gefühlt habe. Aber meistens haben wir uns mit den Künstlern eigentlich gut einigen können. Und manchmal sind auch die Briefmarkensammler in der Beurteilung von neuen Marken etwas zu konservativ. Man muss auch neue, moderne Ansätze haben und um die bemühen wir uns natürlich auch. Ja, was ist Ihre Meinung denn zur Aussage von Konsul Sieger immer wieder, dass die Marken, ja, populistischer, ich nenne es mal so, das böse Wort, sein sollten? Muss das sein oder ist die Geschichte Deutschlands, die Sie ja auch so lieben, doch wichtiger? Oder sollte sie wenigstens eine Priorität haben? Also, es kommt darauf an, was man unter populistischer versteht. Also Mickey Maus oder sonst etwas. Also wir haben ja da durchaus Ansätze. Jetzt in der letzten Zeit. In der Zeit. Hinsicht. Mhm. Durchaus Ansätze. Wir werden jetzt eine Serie für die Nothilfe, für die Wohlfahrtsverbände haben, ja, mit Schauspielern. Mhm. Es bleibt dabei, dass wir bei unseren Marken nur solche Persönlichkeiten erscheinen können, die schon verstorben sind. Mhm. Mit Ausnahme des Bundespräsidenten, wenn er zusagt und will. Daran, an diesem Prinzip ärgert sich nichts. Also Sie sehen an diesem mit den Schauspielern, dass es schon ein bisschen Veränderung in dieser Hinsicht gibt. Man darf dieses nicht übertreiben. Und ehrlich gesagt, in den Vereinigten Staaten, finde ich, ist manches in dieser Hinsicht ein bisschen überzeichnet. Ja. Die europäische Tradition ist anders und ich glaube, dass auch bei uns die Sammler anders sind. Trotzdem eine gewisse Auflockerung halte ich auch für richtig. Und bin sie auch bereit zu unterstützen. Eine gewisse Auflockerung, mhm, aber nicht eine völlige Veränderung der Politik. Ja. Jetzt will ich einmal auf Ihr Verhältnis zu dem damaligen Kanzler Schmidt kommen, der ja Ihnen auch in dem Buch eine Widmung eingeschrieben hat. Und zu dieser Zeit war auch eine der schwersten politischen Zeiten Deutschlands nach dem Kriege, so schätze ich es ein, mit der RAF und mit auch
Mogadischu. Und dazu habe ich auch die Frage, Sie sind ja immer eingesetzt, nenne ich es mal so banal, im Nahen Osten zu Arabern. Wie sind Sie dazu gekommen? Sprechen Sie Arabisch? Haben Sie diese Freundschaft zu dem Volk entwickelt oder wie entwickelt? Das würde mich doch sehr interessieren. Also der Kontakt mit den Arabern hat angefangen durch die Algerier. Die Algerier waren im Kolonialkrieg mit Frankreich. Frankreich hatte zwar Tunesien und Marokko, den beiden Nachbarländern, die Unabhängigkeit gegeben, aber nicht Algerien. Und die Algerier wollten natürlich auch die Unabhängigkeit haben. Und es gab einen, ich würde sagen, von beiden Seiten grausam geführten Kolonialkrieg. Und da ich ein Anhänger des Selbstbestimmungsrechts war, fühlte ich mich auch berufen, wenn ich gefragt bin, im Rahmen meiner Möglichkeiten behilflich zu sein. Ich habe das getan. Und diese intensiven algerischen Kontakte sind nachdem ausgeweitet worden auf die ganze arabische Welt, in jedes Land. Ich spreche nicht Arabisch. Ich verstehe in der Zwischenzeit etwas, aber ich spreche nicht Arabisch. Und ich muss auch sagen, es ist auch nicht unbedingt notwendig. Entweder sprechen die Herren, Damen und Herren, Englisch oder Französisch. Dass jemand nur Arabisch spricht und man dann einen Dolmetscher braucht, das ist sehr, sehr selten. Das gibt es auch, aber das ist doch sehr selten. Und da hat sich eine freundschaftliche Zusammenarbeit auf den verschiedensten Feldern ergeben. Und ich bin dem Nahen Osten treu geblieben, eigentlich bis jetzt. Und auch das ist an meiner Briefmarkensammlung ein bisschen zu erkennen. Denn ich sammle natürlich Tunesien und Algerien, aber auch Palästina. Ja, und Sie haben ja auch den ersten Block oder die Briefmarken damals hier bei der Bundesdruckerei drucken lassen, die wir ja in Köln, glaube ich, zum ersten Mal auch bekommen haben bei der Vorstellung. Also ich muss Ihnen Folgendes sagen, ich habe überhaupt nichts drucken lassen. Ich habe gar nichts gewusst von der ganzen Angelegenheit, sondern das war eine große Überraschung. Das haben die Palästinenser unter sich und mit der Bundesdruckerei gemacht. Ich bin da also sehr überrascht worden, aber ich finde, das ist eine angenehme Serie. Freunde Palästinas, die Nachfolgerin, die auch in der Serie ist, ist die Mutter Teresa. Ja. Die ist die nächste. Mhm. Also befinde ich mich dabei in bester Gesellschaft und habe mich sehr gefreut, als das damals anlässlich zu meinem 75. Geburtstag gemacht worden ist. Mhm. Schön. Sie waren damals Minister. Welches Ressort hatten Sie? Minister war ich ja mehrere Male. Ja. Und in unterschiedlichen Aufgaben. Zum ersten Mal war ich Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Großen Koalition. Ja. Also vereidigt worden bin ich am 1. Dezember 1966. Mhm.
bin vorzeitig aus der Regierung ausgeschieden, weil die Partei mich zum ersten Bundesgeschäftsführer gewählt hatte. Und ich machte den Wahlkampf für die Bundestagswahlen 69, die dazu führten, dass Willy Brandt Kanzler wurde. Dann bin ich wieder in die Regierung eingetreten bei Helmut Schmidt, und zwar als Staatsminister im Auswärtigen Amt. Ich war, wenn Sie so wollen, im Auswärtigen Amt die Stimme der Sozialdemokratie, ja. Wobei ich ausdrücklich feststellen möchte, dass die Zusammenarbeit zwischen Herrn Genscher und mir ganz hervorragend gewesen ist, all die ganze Zeit, bis der Kanzler, dann hat der Bundeskanzler, der damalige Helmut Schmidt, mich aufgefordert, zu ihm zu kommen, ja. Als Staatsminister beim Bundeskanzler. So war mein Titel, und ich war für die unterschiedlichsten Aufgaben zuständig, nicht nur für angenehme Sachen, sondern zum Beispiel auch für die Beziehungen zur DDR, die wir nicht im Außenministerium gemacht haben, weil wir gesagt haben, die DDR ist zwar ein Staat, aber Ausland ist sie nicht für uns. Also machen wir das vom Kanzleramt. Und das lag bei mir. Aber auch alles andere. Sie haben gesprochen über die Bekämpfung des Terrorismus. Das Jahr 1977 war vielleicht das schwierigste Jahr der Bundesrepublik überhaupt. Ja, und ich musste meine Aufgabe erfüllen und habe sie mit vielen anderen gemeinsam erfüllt. Und wir sind Gott sei Dank, wir haben Herrn Schleyer nicht retten können, aber wir haben doch 90 Leute, Menschen retten können. Das ist ja auch eine ganz große Sache. Das war der Flug, beziehungsweise auf dem Flugplatz von Mogadischu. Das war in Mogadischu, auf dem Flugplatz in Mogadischu. Aber das ist in der Zwischenzeit ja schon Geschichte. Geschichte, deutsche Geschichte. Das ist deutsche Geschichte. Ja. Aber wie lange waren Sie Staatsminister? Oh je. Etwa. Auf jeden Fall etliche Jahre. Ja, das mehrere Jahre in jedem Fall. Mehrere Jahre in jedem Fall. Und die Zusammenarbeit mit Helmut Schmidt hat dazu geführt, dass wir auch heute freundschaftlich verbunden sind. Und ich schätze in meiner politischen Biografie diese Zeit ganz besonders hoch ein. Er tut es nicht. Ich werde es mal versuchen. Der funktioniert. Was haben Sie dann nach Ihrer offiziellen Dienstzeit noch getan? Also, dass Sie ununterbrochen beschäftigt waren, ist ja wohl jedem klar bis heute zu. Aber Sie hatten dann aber auch noch Aufgaben, die Sie... Ich bin dann beratend tätig gewesen für die Westdeutsche Landesbank. Das ist die größte öffentliche Bank der Bundesrepublik Deutschland, die Bank des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Land, dem ich mich natürlich im Besonderen verbunden fühle, als eine Aufgabe. Aber es sind viele andere Aufgaben dann noch hinzugekommen. Eine, die viel mehr Arbeit macht, als mancher glaubt, nämlich Vorsitzender des Hilfsvereins zur Förderung der Patenschaft zwischen Köln und Bethlehem. Bin Ehrenbürger von Bethlehem geworden,
freue mich sehr darüber. Aber es war auch mit viel Arbeit verbunden. Naja, Sie haben auf jeden Fall auch in diesem Landstrich sehr viele Freunde. Ja, das kann man wohl sagen. Und das war auch wiederum harte Arbeit, denn über die vielen Jahre wissen wir ja, wie oft Sie irgendwo an diese Punkte gegangen sind, um zu schlichten und auch um das aufzurichten, was im Wesentlichen heute vorhanden ist. Ja. Der neue Bundespräsident Rau ist auch Philatelist und soviel ich weiß, sammelt er im Wesentlichen Israel. Ja. Sie haben auch eine philatelistische Verbindung zu ihm oder nur politisch? Also unsere philatelistische Verbindung ist verhältnismäßig oberflächlich, weil ich sammle nicht Israel. Und deswegen sind die Berührungspunkte nicht so übermäßig groß, aber da gibt es auch eine jahrzehntelange enge persönliche Freundschaft und die gilt natürlich auch danach, nachdem Johannes Rau zum Bundespräsidenten gewählt worden ist. Ja, Sie haben immer wieder betont, dass Sie, wenn Sie sich geärgert hatten, nach Hause gegangen sind und das Briefmarkenbuch zur Hand genommen haben und das, was inzwischen aufgelaufen war, eingesteckt haben. Jetzt zuletzt noch in Soest haben Sie den Saal zum Lachen gebracht, als Sie gesagt haben, dass Ihnen ein Freund gesagt habe, wenn Sie heute in der Regierung wären, müssten Sie noch mehr Briefmarken einstecken. Wie war das denn jetzt? Na, ich habe selbst bei einer kleinen Rede, die ich in Köln gehalten habe, beim Jubiläum des Briefmarkenhandels. APAV. Des APAVs habe ich gesagt, also als früher, wenn ich mich geärgert hatte, nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ordne ein und dass das nach kürzester Zeit vorbei war. Und dann habe ich gesagt, ich bin froh, dass ich heute kein Minister bin, denn sonst müsste ich Tag und Nacht Marken einordnen. Ja. Und die Leute haben das bejubelt, ne? Ja, das war also auch ein sehr netter Gag, hat mir also auch sehr gefallen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als Sie das gesagt haben, ja. Was machen Sie denn heute noch mit den Briefmarken? Setzen Sie sich doch noch ab und zu hin und können sich damit beschäftigen? Ja, ich bin noch nicht mit allem fertig. Ich habe noch Lücken. Ja. Ich habe noch Lücken, insbesondere bei den sogenannten Lokalmarken. Ah, also im Augenblick Lokalausgaben. Lokalausgaben. Die wir so im Jargon die schwarze Kunst nennen. Ja. Weil es immer Aufdrucke sind. Da müssen Sie besonders vorsichtig sein, weil es viel Fälschungen in dem Bereich gibt. Und das versuche ich jetzt noch zu vervollständigen. Mhm. Aber dann bin ich eigentlich ziemlich vollständig. Ja, aber Lokalausgaben ist ja doch auch ein großes Gebiet, weil es auch im Wesentlichen die Gebiete aus den östlichen Ländern betrifft. Denn dort sind ja wohl die meisten, wie Großreschen oder Weimar und so weiter gewesen. Also die meisten sind dort drüben gewesen. Hier hat es auch welche gegeben, im Westen. Aber im Osten mehr. Und hier genau zu studieren, was ich versuche am Rande zu machen, wie ist es zur Ausgabe dieser Marken gekommen? Wer hat den Anstoß gegeben? Das ist hochinteressant. Ob das die frühere Postverwaltung war, ob das der neue Bürgermeister war,
ob das die Besatzungsmacht war. Da muss man sehr genau sehen, welchen Weg das damals genommen hat. Ja, und dann ist es ja auch wohl auch noch so, gerade in dem Bereich dort, dass teilweise die Amerikaner da waren und dann die Russen das Land übernommen haben, weil die Amerikaner dann wieder zurückgegangen sind. Und in der Zeit ist die Post ja auch wechselnd verausgabt worden. Da haben sie aber sich noch einiges vorgenommen. Das wird auch noch ein interessantes geschichtliches Kapitel sein. Ja, und wie gesagt, ich habe festgestellt, dass ich in dem Bereich noch recht schwach bin und dass ich hier einiges nachzuholen habe. Und ich hoffe, dass das Nacharbeiten mir möglichst bald gelingt. Ja, und dann können Sie ja die Hilfe quasi der Arbeitsgemeinschaften eventuell in Anspruch nehmen oder auch der Prüfer der jeweiligen Zeit. Denn Sie brauchen dann nur jemand anzusprechen und dann werden Sie die Hilfe bekommen. Ja. Haben Sie Ausblicke der Philatelie für die Zukunft? Nehmen wir mal zwei Themen. Einmal die Jugend und dann die geschichtliche Aufarbeitung, das, was wir streng genommen als Philatelisten nennen. Also, an und für sich denke ich, man braucht sich keine Sorgen um die Zukunft der Philatelie zu machen. Erstens, Briefmarken muss es immer geben. Die technische Entwicklung kann so sein, wie sie will. Aber wenn die Oma ihrem Enkel zum Geburtstag eine Karte schreibt, bleibt nichts anderes als die Briefmarke übrig. Und das ist auch für die Zukunft so. Gibt es keine Änderung. Und kann es auch keine Änderung geben. Und ich finde das auch gut so. Das ist das eine. Wir müssen allerdings aufpassen, wenn jetzt bei der Post AG geöffnet wird, das heißt, dass auch andere postalische Leistungen anbieten können, dann gibt es darunter auch solche, die sagen, ja, wir wollen dann auch unsere Briefmarken haben, unsere eigenen. Ja. Dieses wäre der Tod der Philatelie, wenn jeder, der postalische Dienste anbietet, eigene Briefmarken rausgibt, ist das ein Unding und der Tod der Philatelie. Aber in Amerika werden inzwischen schon die Briefmarken, wenigstens in einem Versuch, Kanada und Amerika, per Computer ausgedruckt. Was ist aufzuhalten? Und, man darf sich nicht wehren gegen den normalen Fortschritt, aber man muss sich wehren gegen alle Überspitzungen. Und es gibt natürlich Überspitzungen. Was die Jugend anbetrifft, nicht, weil das mein Buch dieses zum Inhalt hat. Aber ich bin der Auffassung, wir geben uns nicht genügend Mühe, wir Philatelisten, das Thema Briefmarken und Geschichte, weil man die deutsche Geschichte so ablesen kann, wie nirgendwo so gut, mehr in die Schulen hineinzutragen. Ich bin lange am Überlegen gewesen, ob es von diesem Buch, was ich geschrieben habe, eine ganz billige Ausgabe noch geben sollte, um sie in die Schulen bringen zu können. Wir werden uns darüber noch zu unterhalten haben, ob wir in der Frage einen Schritt weiterkommen. Es ist ein Geschichtsbuch, wirklich hervorragend. Und wir haben ja auch ein Pendant in dem Sinne, dass jetzt auch von einem
Hamburger da diese beiden Bücher über, mit philatelistischen Bildern ausgestattet worden ist. Aber es kann vom Geschichtswert, wenn es auch übergreifender ist, nicht an Ihres heranreichen. Denn er ist kein Philatelist gewesen und bei Ihnen merkt man mit allem, dass der Philatelist Geschichte geschrieben hat und da ist ein Geschichtsprofessor gewesen, der mit Briefmarken bebildert hat. Haben Sie auch diese beiden Bände sich einmal angesehen? Er hat mir seine beiden Bände zur Verfügung gestellt. Wir sind im Kontakt miteinander. Die Voraussetzung bei ihm ist eine andere. Er findet mein Buch durchaus gut. Und ich denke, es ist jetzt das Buch, was das Thema Geschichte und Briefmarken am meisten zusammenbringt, was alles jetzt auf dem Markt ist. Das ist natürlich in dem Zusammenhang, dass wir ja jetzt 150 Jahre Briefmarken hatten gerade. Am 1. November natürlich vielfach das Bedürfnis, darüber zu schreiben. Und man muss aufpassen, dass es nicht überbordet. Aber ich denke, dieses Buch gibt einen Überblick, einen sauberen und korrekten Überblick. Und die Geschichte ist nicht verzerrt, sondern sie ist so dargestellt, wie sie abgelaufen ist und wie die Briefmarken die Probleme wiedergegeben haben. Ja, und Sie haben ja auch quasi die Hälfte selbst erlebt. Ich habe, die Hälfte ist ein bisschen 1849, 150, 75 bin ich ja. Das ist die Hälfte, ja. Ja. Aber da war ich natürlich zum Teil klein und habe nicht alles mitgekriegt. Mhm. Aber jedenfalls habe ich viel von dieser Zeit mitgekriegt, wobei ich zu denjenigen gehören werde, der die Zeit der Bundesrepublik immer sehr hochschätzen werden, denn dieses war die glücklichste Zeit der Bundesrepublik Deutschland. Was wir vorher erlebt haben in diesem Jahrhundert, mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem Zweiten Weltkrieg, war alles keine schöne Sache. Erst dann, als wir unsere Politik entscheidend verändert haben und andere auch, ist es vernünftig geworden. Ja. Können Sie uns denn noch so einen Ausblick dessen, was Sie noch vorhaben, in der Philatelie geben? Oder auch der Nachwelt, die ja, so hoffe ich, in 20 Jahren das Video auch einmal sich ansieht, etwas, was Sie jetzt ihr sagen möchten? Also allen möchte ich sagen, dass das die Philatelie in meinen Augen das schönste Hobby ist, das es gibt. Ich kenne kein schöneres. Und ich freue mich sehr, dass ich es habe und dass ich es in vollem Umfang nutze. Wir werden unsere Anstrengungen in Bezug auf junge Menschen wesentlich vergrößern müssen. Ich denke, das kann man auch, wenn alle zusammenstehen, auch diejenigen, die in Bonn Verantwortung tragen, wenn die mit einbezogen werden können, dann geht es noch besser. Ich hoffe, dass es der Philatelie so gut geht, dass wir auch in 20 und 30 Jahren sagen können, ein Glück, wir haben die Philatelie, das ist unser Hobby und das lieben wir. Ich bedanke mich sehr, Herr Wischnewski.